Da ist doch diese Brücke. Und da haben wir jetzt ja schon festgestellt, da finden wir Bob und dann war da ja Feierabend. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob das jetzt plötzlich, ob ich da jetzt weiter runterkomme oder ob das immer noch alles gesperrt ist. So, ob das quasi so ist, du findest was und am nächsten Tag oder ein paar Tage später kommst du ein bisschen weiter. Hallo Bob, bitte töte mich nicht. Nee, okay, das ist doch immer zu. Sein Vater. Hat irgendwas mit Lila und Huhn. So. Ja, hier ist immer noch keiner. Okay. Ja, dann ist der nicht so häufig da, logisch. Der ist wahrscheinlich nur so alle paar Tage da oder so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine Regelmäßigkeit. Das habe ich noch nicht mitbekommen. So, dann werden wir mal noch ein bisschen was kochen. Zumindest Brei. Denn ich möchte jetzt nicht großartig einkaufen. Denn ich möchte ja eigentlich gerne Geld verdienen und nicht Geld ausgeben gerade. Möhrchen und ein bisschen Minze. Das wird lustiger. Das wird lustiger Brei. Mango, das Zeug und Limette. Zack. Ja. Okay. Also mit Brei kann ich die gerade alle totwerfen quasi. So. Okay. Die Brei, die da oben jetzt gemacht werden, die sammle ich noch ein. Und dann mache ich die Taverne auf und verwandle das in Geld. Aufregend. Ja.
Doch, jetzt willst du direkt schon den Wirt sprechen? Willst du mich verscheißern? Ja, genau, und auch direkt. Direkt Drama, Baby. Bam, 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 bam. Ja, hau bloß ab. Schauen wir doch mal, ob wir... ob wir die Knete zusammenbekommen für den Vogel. Es waren ja knapp neun Gold. Und die Kekse und die Stange, das kostet halt auch alles nochmal Geld. Daher glaube ich auch nicht, dass ich das jetzt zusammenkriege. Aber ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen was einnehmen, damit ich dem Ziel näher komme. So zumindest meine Hoffnung. So. So. Boah, diese letzten paar Münzchen, ne, zusammenzukriegen, ist echt ein Schmerz im Arsch. Da muss man halt aber auch noch dazu sagen, dass ich das ja gerade nur mit Brei mache. Aber es ist ja zum Glück noch eine Menge Brei da. Haferbrei. So. Einmal Putzi-Putzi machen. So, 8 Goldmünzen. So. Sie war so ein hübsches Ding, das war sie, mein Schweinchen Stella. Was ist damit passiert? Hast du sie gegessen? Hat sie jemand anders gegessen? Ist sie einfach so gestorben? Ist sie weggelaufen? Hat sie studiert und hat die Stadt verlassen? Die Sau. So.